Rainer Müller, ein Winzer, ist mit von der Partie. Er kommt aus Volkach von der Mainschleife, produziert besten Frankenwein und das schon in dritter Generation. Als Winzer lebt man mit, aber natürlich auch von der Natur. Da hat sich seit Jahrtausenden so gut wie nichts geändert. Gut, das eine oder andere geht heute maschinell, aber vieles ist nach wie vor reines Handwerk. Verändert haben sich die Menschen. Dabei meine ich in erster Linie meine Kunden. Menschen aus dieser Gesellschaft. Es ist ja nur ein Mausklick, sich Wein aus Südafrika oder Kalifornien ins Haus kommen zu lassen. Da kann ich als Winzer aus Franken nur mit Qualität überzeugen. Und daran arbeiten wir täglich, immer wieder aufs Neue. Wir, das ist meine gesamte Familie. Das geht bei uns schon in der dritten Generation so. Egal, was ein Einzelner erwirtschaftet, es gehört uns allen. Das ist Familientradition im besten Sinne. Bei uns hat der Begriff Generationenvertrag eine ganz andere Bedeutung. Ich freue mich riesig, dass meine beiden Söhne das Weingut weiterführen wollen. Und schon früh habe ich mich darum gekümmert, die Weichen für die finanzielle Ausstattung im Alter richtig zu stellen. Wichtig ist auch, die Übergabe des Vermögens an die nächste Generation rechtzeitig zu regeln. Gespräche in unserer Familie darüber verlaufen deshalb auch ganz anders als das, was Sie so üblicherweise in der Klatschpresse lesen können. Da ist zunächst der Betrieb, aber es geht natürlich auch um die Investitionen zur Sicherung des Vermögens. Dabei spielt natürlich auch die Bereitschaft, so lange mitzuarbeiten, wie es nur irgendwie geht, eine nicht zu unterschätzende Rolle. Ruhestand ist, wenn es wirklich nicht mehr geht. Wenn Sie mit Leidenschaft einen solchen Beruf des Winzers ausüben, und anders geht es auch gar nicht, dann geht einem die Arbeit leicht von der Hand. Einer für alle, alle für einen. Das ist in einem Familienbetrieb wie bei uns quasi ein Motto. Die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, das ist das Leitmotiv meines gesamten beruflichen Lebens. Ich verlasse mich da auf niemanden, schon gar nicht auf den Staat. Und wer weiß das besser als wir? Gute Dinge brauchen eben ihre Zeit. Auch in Finanzfragen muss man langfristig denken. Dabei können Gespräche mit dem einen oder anderen Finanzexperten durchaus helfen. Jetzt liegt es an Ihnen, aus Ihrem Geld mehr zu machen. Nutzen Sie die Beratungskompetenz der Hypo-Vereinsbank, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.